Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo ich nach der letzten Folge fleißig gewesen bin und offscreen eventuell einer ganz bestimmten Nebentätigkeit nachgegangen bin, um unsere, ich nenne es jetzt hier an dieser Stelle einfach mal, Kapitalkapazitäten ein ganz kleines bisschen zu erweitern. Wir haben ja in der letzten Folge da schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja auf YouTube dann auch eine Umfrage gestartet, einfach mal zu gucken, einfach mal so ein bisschen Feedback diesbezüglich von euch einzuholen. Und der allgemeine Konsens war, ja, meine Güte, dann verdient ihr halt ein bisschen Geld nebenbei. Ich glaube, Geld ist tatsächlich auch gar nicht so sehr die einschränkende Ressource hier in diesem Spiel. Ich glaube, die Fertigkeitenpunkte sind da tatsächlich deutlich wichtiger und auch deutlich beschränkender in dem, was wir so tun, weil man die halt nicht so einfach farmen kann wie Geld, wenn man jetzt einen bestimmten falschen und Alchemiewert erreicht hat, so wie wir das jetzt tatsächlich getan haben. Und ich weiß auch nicht, was der Kater eben gerade hatte. Was ist los? Auch einmal Hallo sagen hier. Ja. Hier, er hält seinen Schwanz in die Kamera. Sag mal kurz Hallo, komm. Hallo. Okay. Gut, ja, so viel dazu. Wie gesagt, Fertigkeitenpunkt kann man nicht so einfach farmen. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen Punkt gibt, wo man die wirklich farmen kann. Wir hatten ja ganz am Anfang in Avestroy, hatten wir diesen einen Dialog-Glitch, ne, wo wir uns die Geschichte von dem einen Gardisten immer wieder und wieder und wieder anhören konnten, um da im Zweifelsfall unendlich viele Fertigkeitenpunkte zu erhalten. Keine Ahnung, ob es noch weitere Punkte dieser Art gibt, wo man eventuell überlegen kann, ob man die Truppe nochmal so ein bisschen aufbessern sollte, falls da auf dem Weg doch noch irgendwelche Stolpersteine, irgendwelche Komplikationen, irgendwie sowas in der Art auftauchen sollten. Keine Ahnung. Für das Finanzielle müssten wir auf jeden Fall erstmal mehr oder weniger ausgesorgt haben. Da stehen wir jetzt bei 1101 Dukaten. Und der Wert, der ist tatsächlich auch nicht so ganz zufällig ausgesucht. Den habe ich schon so ein bisschen gezielt. Also mein Ziel war die Schwelle von 1000 Dukaten. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, auf den ich im Laufe der heutigen Folge dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen näher eingehen kann. Diejenigen von euch, die das Spiel kennen, die können sich wahrscheinlich denken, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Und manche mögen jetzt denken, aber Rio, du hast 1100. Ja, das ist, weil ich die 60 Dukaten in die Rechnung mit einbezogen habe, die wir ja theoretisch an Taschmann zahlen sollen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich letztendlich darauf hinausläuft, dass wir diese 60 Dukaten zahlen müssen oder ob es eventuell den einen oder anderen Weg für uns gibt, dieses Geld tatsächlich dann auch in der eigenen Tasche zu behalten. Aber ich wollte halt 1000 Dukaten in der Hinterhalt haben, auch wenn wir die 60 Dukaten halt bezahlen müssen. Deswegen sind wir jetzt bei 1100 gelandet. Dabei würde ich es auch erstmal belassen wollen. Wir machen jetzt erstmal questtechnisch weiter und gucken uns dann. Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Folge schon passieren wird, wahrscheinlich eher in der nächsten, dass wir dann losgehen und uns Training und neue Ausrüstung und solche Sachen besorgen. Ich wollte euch nur erstmal über den aktuellen Stand diesbezüglich auch informieren. Ich nehme das Ganze übrigens sehr kurzfristig auf, also die Folge, die ihr jetzt hier gerade an diesem Sonntag schaut, die jetzt an diesem Sonntag veröffentlicht worden ist. Die ist tatsächlich auch an diesem Sonntag aufgenommen worden. Ungefähr 4 Stunden vor Veröffentlichung. Ist auch so ein bisschen der Grund, warum es heute keinen Livestream gab. Oder einer der Gründe zumindest. Also wir sind da, ich bin ja im Moment wirklich, was Vorproduzieren angeht, echt nicht gut drin. Im Moment erscheinen die Folgen, oder werden die Folgen tatsächlich sehr, sehr kurzfristig produziert. Und da ich die gerade so kurzfristig produziere, habe ich natürlich auch keinen Vorrat in der Hinterhand. Und deswegen warne ich euch jetzt hier an dieser Stelle schon mal vor, dass es in den kommenden Tagen passieren kann. Ich möchte eigentlich nicht, dass es passiert und ich versuche auch mit allen meinen Möglichkeiten, das irgendwie zu vermeiden. Aber es könnte halt passieren, dass vielleicht ein oder zwei Tage Drakensang mal ausfallen wird, weil ich es
nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, eine entsprechende Folge vorzuproduzieren. Nur, dass ihr es einmal gehört habt, aber eigentlich müsste ich es hinkriegen. Ich wollte euch da trotzdem vorwarnen. So, und jetzt habe ich schon wieder 5 Minuten hier gelabert. Jetzt muss ich langsam mal ein bisschen Leistung zeigen hier. So, und das Erste, was wir tun... Warte mal, welche Quests haben wir gerade offen? Genau, ich will als Erstes für eine Handvoll Dukaten weiterführen wollen. Was bedeutet, wir müssen jetzt... Warte mal, wir müssen in den Hafen zurück. Wo war nochmal der Hafen? Wo war nochmal der Hafen? Ihr habt übrigens geschrieben, dass das mit dem Magiekunde-Zwerg wohl tatsächlich gar nicht so dumm war. Da es keine Proben gibt auf Magiekunde, die da gewürfelt werden. Was bedeutet, dass die Attribute, also hier Klugheit und Charisma und so ein Geschiss, da vollkommen egal sind. Das Einzige, was da zählt, ist wirklich der reine Wert, um die Gegenstände zu identifizieren. Und von daher sollte Vorgrim da tatsächlich ohne Probleme zu in der Lage sein. Und das freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören. Dann kann der kleine Mann sich ein bisschen nützlich machen. Ich meine, er ist ja auch nicht so dumm. Der ist ja mit Ardo auf Abenteuerfahrt gewesen. Der kennt sich aus. Der kennt die Mythen, der kennt die Legenden. Ja, der kann die magischen Gegenstände zuordnen. Das ist so der alte Beratertyp in diesen Geschichten. Er ist quasi unser Giles. So, Obergardist Taschmann. Man muss ja mal gucken, ne? Da streckt man sich mal die Beine und schon kommt der erste Bittsteller. Was wollt ihr denn? Die Frisur ist furchtbar, ey. Schon allein dafür müsste man ihn eigentlich einen Kopf kürzer machen. Sprecht gefälligst in einem anderen Ton mit mir, Herr Taschmann. Obergardist Taschmann, für so dahergelaufene wie euch. Was wollt ihr überhaupt? Schickt euch mal wieder die Wachhauptfrau. Nein. Ich komme im Auftrag des Hauses Niceback. Oh, wieso sagt ihr das nicht gleich? Entschuldigt mein rohes Auftreten. Ich dachte, ihr steht immer noch unter der Fuchtel der Wachhauptfrau. Was will man denn im Hause Niceback von mir? Wir stecken hier bis zum Hals in Arbeit. Die Störebrandsche Warenflut macht die tägliche Zollabfertigung wirklich nicht gerade zu einem Vergnügen. Schon gut. Seien wir nicht nachtragend. Es geht um Folgendes. Vielleicht habt ihr ja auch schon Wind davon bekommen. Das Haus Störebrand soll vor kurzer Zeit bei der Stadtwache einen Diebstahl zur Anzeige gebracht haben. Davon Wind bekommen ist gut. Ich habe die Anzeige natürlich höchst selbst entgegengenommen. Wollte auch schon einen meiner Leute darauf ansetzen, aber dann hat schon das nächste vollbeladene Störebrandschiff angelegt. Was soll denn wegen der Anzeige passieren? Naja, es soll vermieden werden, dass bei der Untersuchung der Angelegenheit zutage tritt, dass das Haus Niceback hinter dem Diebstahl steckt. Aus diesem Grund soll der Fall möglichst schnell zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht doch, was ich meine, oder? Aha, verstehe. Haben die Jungs mal wieder geschludert und der gute Taschmann darf es wieder gerade ziehen. Naja, alles kein Problem. Ihr wisst ja, das kostet mein übliches Honorar von 60 Dukaten. Ich bin einfach mal so frei als übliche Honorar, das habe ich natürlich für euch dabei. Dann haben wir nämlich auch eine schöne Spur der Korruption, die wir im Zweifelsfall der guten Gräfin melden können, nicht? Sofern das Spiel uns das ermöglicht, natürlich. Moment, war das jetzt meine Innen- oder meine Außenstimme? Ach, sehr gut. Dann lasst mich mal überlegen.
Ich kenne da so zwei alte Säufer, die ab und an mal kleinere Drecksarbeiten für mich erledigen. Die sind mir in letzter Zeit sowieso eher zur Last gefallen, als dass sie mir genützt hätten. Denen hängen wir das Ding einfach an und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. Kommt, gehen wir sie gleich verhaften. Da läuft er davon. Auf ihn, nach, meine ich, hinterher. Wie es scheint, hat der Ärger mit der Lieferung eine Reaktion des anderen Handelshauses in Gang gesetzt. Mal schauen, was ich beim Obergardisten bezüglich der Anzeige erreichen kann. Das Handelshaus hat sich das alles ein ganz schönes Sümmchen kosten lassen. Wenn dieser Taschmann eins in seinem Beruf gelernt hat, dann ist es, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Der Obergardist meint zu wissen, wem man die Schuld an dem Überfall in die Schuhe schieben kann. Ich werde ihm einfach mal folgen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Hallo. Ist auch gar nicht auffällig, wenn der Obergardist hier jetzt die Verhaftung durchführt und eine Bande angeheuerter Söldlinge der Nicebacks scheppert hier die ganze Zeit hinterher, ne? In voller Rüstung und naja, egal. Ihr da? Ach, sieh mal ja an. Ich komme uns auszubezahlen, was so. Uns doch Schulzerschi. Was fällt euch ein, so mit einem Obergardisten der Verdoker Wache zu sprechen, elender Abschaum? Du korruptes Schwein musst gerade das Maul aufreißen. Entweder du gibst uns endlich unsere Belohnung, oder es gibt Ärger. Ruhe! Wenn hier jemand gleich Ärger bekommt, dann seid ihr das. Man hat euch gesehen, wie ihr eine Warenlieferung des Hauses Störebrand gestohlen habt. Dafür wird man euch im Kerker verrotten lassen. Also wehrt euch nicht und kommt mit. Aber wir haben es immer als gehalten. Und mit dem geklauten Zeug. Aber das ist schon. Dreckwertig. Dir sollte mal jemand deine verlogene Visage polieren, Taschmann. Gut. Wenn ihr euch nicht fügt, werden eben andere Seiten aufgezogen. Dann sorg ich eben dafür, dass ihr gleich am Galgen landet. Das ist verschwingen, Taschi. Nicht, wo wir die Schüsse aus dem Bad. Jetzt reicht es! Wenn ihr so nicht mitkommt, brauche ich eben Gewalt. Wenn du uns fertig machen willst, musst du schon früher aufstehen, du miese Ratte. Jetzt machen wir dich fertig. Ja, macht ruhig. Also. Hey! Wieso denn mich? Ja. Ja, doch, die Skraja war die bessere Waffe für ihn, ne? Ja. Amazone voraus. Ja! Na gut, dann komm mal her, ja? Schön diese feigen Hunde. Hinterrücks wollten die mich angreifen.
Da habe ich wohl wieder einmal genau das richtige Händchen bewiesen. War ja wohl klar, dass diese beiden Trunkenbolde in den Überfall verwickelt waren. Natürlich. Nachdem meine Befragung ungemütlich wurde, sprangen die beiden mich an. Ich hatte keine andere Wahl, als sie niederzustrecken. So sehen bei euch also Verhaftungen aus. Seid ihr euch sicher, dass damit die Angelegenheit vom Tisch ist? Ja, doch. Ich schreibe nachher meinen Bericht, wenn ich den Tod der beiden melde. Ich schieb ihnen zur Sicherheit noch was unter, was meine Geschichte bestätigt, sagte er, während der Typ da gerade in Hörreichweite direkt an uns vorbeigegangen ist. Das sollte mehr als ausreichen, um den Fall abzuschließen. Schon, aber was ist denn mit den beiden Toten? Müsst ihr das nicht auf der Wache melden? Nicht unbedingt. Um den lästigen Papierkram kümmere ich mich später. Ich bleibe erstmal hier und kümmere mich darum, dass die beiden von hier weggeschafft werden. Hier liegen bleiben können sie jedenfalls nicht. Zerbrecht euch mal nicht den Kopf der Stadtgarde. Ihr könnt gehen. So, und das ist der Mann, der den Mordfall von Ardo vom Eberstamm untersucht hat, ja? Ich nehme die Sache in die Hand. Das ist eine ganz vertrauensvolle Koryphäe auf seinem Gebiet, ne? Also, ganz ehrlich. Und er arbeitet für die Nicebacks, ja? Obergard ist Taschmann, arbeitet für die Nicebacks. Das ist eine interessante Tatsache, wenn man bedenkt, dass wir ja immer noch auf der Suche nach dem Mörder von Ardo sind, ne? Weil, auch wenn unsere Charaktere das vielleicht noch nicht realisiert haben, weil die einfach strunzdumm sind, ist uns ja durchaus klar, dass diese Kultisten mit dem Mord an Ardo nichts zu tun haben, ne? Weil Ardo passt nicht ins Muster. Und der Taschmann, der war mir von Anfang an suspekt mit dieser ganzen Geschichte. Und wenn der für die Nicebacks arbeitet, dann eröffnet das durchaus beunruhigende Möglichkeiten in diesem Fall. Zwei Schuldige sind gefunden und zur Strecke gebracht worden. Von einer gerechten Justiz kann hier nun wirklich keine Rede sein. Und so langsam scheint es mir, dass in dieser Stadt niemandem daran gelegen ist, der Korruption Einhalt zu gebieten. Die Vogtin hatte Ardo zu Recht gebeten, hier Ermittlungen durchzuführen. Ich sollte Vorarbeiter Pargol Barbeck Bescheid sagen, dass die Nicebacks aus dem Schneider sind. Kann man hier noch was looten? Nö? Schade. Okay, kommt Leute, wir gehen. Wir gehen. Aber die ganze Angelegenheit gefällt mir überhaupt nicht. Na, wie ist es gelaufen? Sehr gut. Taschmann hat die Schuldigen ohne Umschweife ausmachen können und noch vor Ort zur Rechenschaft für ihre Untaten gezogen. Ach ja? Welchem Schuldigen hat er denn diese Sache jetzt untergeschoben? Naja, der Obergardist kannte da zwei heruntergekommene Gestalten, die wohl die meiste Zeit an der Flasche hingen. Kurz nachdem er angefangen hatte, sie zur Rede zu stellen, gingen sie auch schon auf uns los. Für den Obergardisten war somit die Schuld der beiden bewiesen und der Fall erledigt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Das sieht Taschmann ähnlich. Bestimmt hat er zwei von seinen in Ungnade gefallenen Handlangern abserviert. Denkt eben immer praktisch, der Gute. Aber was soll's? Hauptsache, die Geschichte ist vom Tisch. Hier, mein Junge, dein Anteil. Hast ihn dir verdient. Wir sehen uns später. Mein Junge?
Die Anzeige hat sich erledigt, sehr zur Freude des Handelshauses Niceberg. Gut, aber das wäre so eine Angelegenheit. Da würde ich jetzt durchaus sagen, da sollte die Vogtin von hören, oder? Das werden wir gleich mal versuchen, aber vorher machen wir eine andere Sache, von der mir tatsächlich schon erzählt worden ist, dass das funktioniert und die auch, bei der sich auch um die am Anfang der heutigen Folge erwähnte Begründung für die Wahl der 1000 Dukaten für unser Kapital handelt. Denn ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich eventuell noch daran erinnert, als wir den Ugdanhafen das letzte Mal oder das erste Mal durchforst haben, haben wir hier ein sehr interessantes Angebot erhalten, das wir uns zur damaligen Zeit bedauerlicherweise noch nicht leisten konnten. Jetzt mit 1000 Dukaten in unserer Tasche hat sich die Sachlage in dieser Angelegenheit allerdings geändert. Und deshalb... Nun, wie schaut es aus? Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Es ist aus zweiter Hand, doch tadellos geführt. Ich kann es euch für einen Spottpreis überlassen. Euer Spottpreis. Der belief sich auf 1000 Dukaten, richtig? Ihr seid nicht nur fachkundig, was Schiffe anbelangt. Ihr habt obendrein auch noch ein gutes Gedächtnis. Ja, 1000 Dukaten. Das ist vollkommen richtig. Also, wie sieht es aus? Wollt ihr das Schiff verstehen? 1000 Dukaten? Tja, ganz schön gepfeffert, aber was soll's. Wer ein eigenes Schiff will, muss wohl tief in den Säckel greifen. Gut, abgemacht. Ich nehm's. Großartig! Das nenne ich Entschlossenheit. Hiermit seid ihr stolzer Besitzer dieses stolzen Schiffes. Gratuliere! Ah, es war so klar. Was schaut ihr so düster drein? Leinen los und auf ins Abenteuer! Soll das ein Scherz sein? Ihr habt mich betrogen. Ihr habt mir für diese kleine Nussschale 1000 Dukaten abgeknöpft. Dabei wolltet ihr mir doch das Schiff hinter euch verkaufen. Aber, mein Freund, das Boot ist doch hinter mir. Außerdem wisst ihr doch, es kommt nicht immer auf die Größe an. Eure altklugen Weisheiten könnt ihr euch stecken. Gebt mir sofort mein Geld wieder, sonst passiert was. Ich glaube, wir setzen das Gespräch ein anderes Mal fort. Euer Kopf ist ja schon ganz rot, aber... Was ist das? Der miese kleine Mistpuckel. Auf ihn mit Gebrüll. Ganz schnell jetzt. Der entkommt uns nicht. Na gut, ja, okay, vielleicht entkommt er uns doch. Das ist schon frech, das ist frech, aber ich bin ganz ehrlich, ich wusste leider, dass das passiert. Das ist auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Dieser unverschämte Bootshändler hat es doch tatsächlich gewagt, mir diese kleine Nussschale unterzujubeln. So ein dreister Betrug ist mir schon lange nicht untergekommen. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wo ist der jetzt hin? Ich müsste mich ein wenig umschauen müssen. Wo ist dieser Halunke nur hin? Die 1000 Dukaten bleibt er mir nicht schuldig. Und wenn ich sie aus ihm herausprügeln muss. Aber zuerst einmal muss ich ihn finden. Und das scheint gar nicht so einfach zu sein. Den finden wir schon. Augen offen halten. Standen hier nicht irgendwo zwielichtige Typen rum? Die könnten ja durchaus mit ihm in Verbindung stehen. Ich meine, er wird nicht so offen hier auf dem Marktplatz stehen. Da wäre er ja schön dumm. Da wäre er ja richtig, richtig schön dumm. Bei der
Kaserne. Vielleicht. Ich meine, so groß ist das alles hier ja jetzt auch nicht, ne? So viele Dukaten, sagst du? Das glaube ich dir nicht. Na, wenn ich es dir doch sage, schau her. Bifex, wahrlich ein stolzes Sümmchen. Dieses Landei hat sich doch tatsächlich übers Ohr hauen lassen. Und ist jetzt stolzer Besitzer eines Zehnmasters. Für eine stattliche Summe Dukaten. So viele Dukaten, sagst du? Das glaube ich dir nicht. Na, wenn ich es dir doch sage. Hallo! Bifex. Oh, ihr seid es. Seid ihr wieder an Land? Ich würde das Lachen gleich vergehen, wenn ich euch an den Haaren zur Stadtwache schleife. Oh je, das hört sich nach Ärger an. Verdammt, du hast dir aber auch mal wieder den besten Platz für das Treffen ausgesucht. Mal wieder? Du weißt doch ganz genau, dass ich immer hier stehe. Ja, und ich weiß es auch, deswegen bin ich hierher gekommen. Wenn dir das nicht passt, mach das nächste Mal gefälligst vorher den Mund auf. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wer hat denn jetzt den Ärger, du oder ich? Mein Geld. Aber sofort. Schon gut, es war doch alles nur ein Spaß. Hier, nehmt es. Das Bootchen könnt ihr auch behalten, wenn ihr wollt. Vielleicht zum Angeln. Damit ist die Sache doch aus der Welt, oder? Dankt Fex, dass ich so ein gütiges Gemüt habe. Ansonsten hätte ich nicht übel Lust verspürt, euch eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Was? Aber ich gehe wohl besser. Gehabt euch wohl. So. Wir haben unser Geld wieder. Und ein paar Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Das ist doch schön. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan und mein Geld habe ich auch wieder. Das wird ihm eine Lehre sein, solchen Schindluder mit den Leuten zu treiben. So, wir haben zurzeit 1190. Also sind wir ja 1190. Die anderen haben teilweise noch deutlich mehr. Na gut, dann direkt zur Grafenstadt. Noch schnell gucken, ob wir der Vogt den Bericht erstatten können über diese Niceback-Geschichte. Und dann ist die heutige Folge auch schon wieder vorbei und in der nächsten werden wir mal gucken, ob die Nicebacks vielleicht noch was für uns zu tun haben. Ich meine, die Questreihe ist ja noch lange nicht abgeschlossen, ne? Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht haben. Ernsthaft? Dann halt nicht, werte Vogtin. Ich dachte zwar, dass das vielleicht eine Angelegenheit wäre, die euch interessieren könnte, aber mein Charakter hat das halt wohl anders gedacht. Gut, dann eine andere Sache, die wir noch schnell machen, jetzt wo wir das Geld haben. Es gibt so diverse Sachen, die wir für unser Haus noch kaufen können, ne? Obwohl, wir gehen erstmal in den Hafen zurück. Wir können uns ja noch ein paar Haustiere kaufen, ein paar Hühner. Die Werkbänke können wir noch kaufen. Mal überlegen, was können wir denn... Also, wenn wir schon im Geld schwimmen, dann will ich das ja natürlich auch entsprechend nutzen dann hier. Wo ist denn der Zugang zum Hafen? Da, oben rechts. Ja, okay. Na gut. Aber das ist eine Angelegenheit. Die verfolgen wir dann weiter. In der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.